Seit dem Jahr 2007 gibt es in der Schweiz mehr Mobiltelefone als Einwohner. Die Zahl der Festnetzanschlüsse ist von den mobilen Geräten längst überholt worden. Es werden Nachrichten gesendet, im Internet gesurft und telefoniert. Und das wortwörtlich, bis die Ohren glühen. Kopfschmerzen, Müdigkeit und Schwindel sind nur einige der Symptome, die durch die elektromagnetische Strahlung des Mobiltelefons verursacht werden können. Und wie immer, wenn man sich krank fühlt, lohnt sich ein Gang in die Apotheke. Es ist heute Tatsache, dass die Schwingungen uns nicht gut tun. Es ist heutzutage eine Tatsache, dass uns diese Schwingungen nicht gut tun. Und wir sehen, dass viele Jugendliche viel telefonieren. Nun möchten wir sie darauf sensibilisieren, dass dies so nicht gesund ist. Fortschrittliche Apotheken und Drogerien haben das Problem längst erkannt. Statt mit Pülverchen und Pillen bekämpfen sie das Problem bei der Ursache. Dies ist ein kleines Plättchen. Das können Sie hier rausnehmen und auf die Batterie kleben. Ach so, hier hinten drauf. Die Rede ist vom sogenannten Fostac-Chip. Die gleichnamige Herstellerfirma erklärt die Wirkungsweise ihres Produktes so. Wir haben ganz viele disharmonische Schwingungen, die von uns Menschen erzeugt worden sind. Wir haben ganz viele disharmonische Schwingungen, die von uns Menschen erzeugt worden sind. Schwingungen, die nicht mehr mit unserem menschlichen Organismus in Einklang stehen. Unsere Produkte gleichen das wieder an, bringen es in Harmonie, in Einklang, aus dem Chaos Ordnung schaffen. Die Funktionsweise unserer Produkte ist auf der Informationsebene. Unsere Produkte bekommen eine klare Information und die disharmonischen Informationen in der Elektrosmogfrequenz oder der Radioaktivitätsfrequenz werden mit dieser positiven Frequenz überlagert. Die Schwingungen bleiben erhalten, aber die Information darauf ist positiv. Dies lässt sich heute schulwissenschaftlich noch nicht dokumentieren, aber man kann es an jedem Mensch und jedem Tier messen. Die Wirkungen des Handychips sind in zahlreichen Blindstudien nachgewiesen worden. Apotheker und Drogisten führen den Chip schon seit Jahren in ihrem Sortiment. Die Reaktionen ihrer Kunden sind durchwegs positiv, die Veränderungen deutlich spürbar. Viele junge Leute sagen, ihre Ohren würden nicht mehr so knallrot werden nach 5 Minuten Telefonieren. Und dies ist ja schon ein Beweis, dass es wirkt. Wenn man den aufs Mobiltelefon klebt, hat man eine ganz andere Qualität beim Telefonieren. Es ist weniger heiß, man hat keine eingeschlafenen Hände und man ist abends viel weniger müde. Ich habe viel weniger heiß. Ich habe viel weniger geschwollene Ohren. Ich spüre auch, dass die Hände weniger einschlafen. Mir geht es um einiges besser. Ich würde sonst ein Mobiltelefon nicht mehr verwenden. So benutze ich es, im Notfall zumindest. Wer ohne gesundheitsschädigende Strahlung telefonieren möchte, findet den Fostac-Chip für sein Mobiltelefon in ausgesuchten Apotheken, Drogerien und im Einzelhandel oder online unter fostac.ch.